Und damit herzlich willkommen zu Olympia 2018 hier im Harbour Hotel. Und damit herzlich willkommen zum letzten Video fast schon hier auf Magip TV zum Thema Olympia 2018. Heute ist der letzte Tag angekommen. Was Olympia angeht, die letzte Disziplin steht heute an. Das ist Würfelrace und heute sind auch nochmal ganz, 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 ganz viele User dabei und wollen unbedingt das Spektakel miterleben. Deswegen gibt's heute ja wahrscheinlich nicht mehr so viel zu hören. Morgen gibt es auf jeden Fall noch ein Abschlussfazit zum Ganzen und heute gibt es die letzte Disziplin. Und dann haben wir es geschafft zusammen. Dann haben wir Olympia 2018 beendet. Und ja, ich glaube, dass dieser Abend noch sehr lange werden wird, da wir jetzt sehr viele Teilnehmer wahrscheinlich sein werden zum Schluss. Und ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend, was das angeht. Denn heute will Team Deutschland nochmal richtig angreifen und ich bin auf jeden Fall auch dabei. Wir werden definitiv einiges heute geben. Wir wollen heute alles schaffen und wir wollen unbedingt Platz 5 verlassen im Medaillenspiegel. Dafür werden wir alles geben und ich hoffe, wir kriegen das heute auch irgendwie hin. Das wäre so richtig cool und mir ist es heute scheißegal, ob ich 5 Videos aufnehme oder 6 oder 7. Hauptsache, wir werden jetzt nochmal zum Abschluss alle Emotionen mitnehmen und dann das Ganze schön beenden. Das ist heute mein Ziel mit dem Video. Und zum Abschluss hat Basti gesagt, gibt es noch einen Special Guest, eine Überraschung, wie er selbst sagte. Da bin ich selber auch mal gespannt, was das heute wird. Ich habe auch noch keine Ahnung, was da uns erwartet und was für eine Überraschung er jetzt damit meint. Und jetzt gibt es nochmal, ich sag's schon, jetzt gibt es eine Auslosung. Es gibt jetzt aber gar keine Auslosung. Der Basti wird das jetzt irgendwie zurechtschneiden, sage ich jetzt mal, und auch die User informieren, die jetzt direkt gleich erstmal zum Start gehen, ohne Auslosung. Kann man auch mal machen. Ja, was gibt's noch? Ich denke mal, die ganzen Dankesreden gibt es erst zum Abschluss des Abends, also sehr spät und wahrscheinlich auch in einem Video, was ich dann extra für euch mache, für die Abschlussfeier, wie schon 2016. Und Basti lost jetzt doch. Und wie gesagt, heute geht es um sehr viel. Heute geht es wirklich darum, noch einmal die Chance zu haben, eine Medaille zu holen. Und die Chance, auch nochmal einen sehr krönenden Abschluss zu haben. Auch für Team Germany oder auch für die anderen Länder, die natürlich heute auch teilnehmen und versuchen werden, ihr Bestes nochmal zu geben, um eine begehrte Medaille zu kriegen. Ja, Leute, das sind meine Worte. Und ich muss auch sagen, ich bin schon ein bisschen traurig, dass es heute zu Ende geht. Natürlich ist man erleichtert, dass man jetzt wieder Zeit hat am Abend und wieder seine Sachen erledigen kann, auch mal vielleicht was anderes macht als Habbo oder allgemein Olympia. Aber trotzdem fehlt da irgendwas in den nächsten Wochen wieder. Und ja, es war eine super tolle Zeit, muss ich einfach bisher sagen. Und ich bin einfach, ja, bin ein bisschen traurig darüber. Das ist auf jeden Fall so meine Gefühlslage momentan. Aber jetzt konzentriere ich mich natürlich auf die letzte Disziplin. Ist natürlich ganz wichtig. Und ich würde sagen, wenn wir dann jetzt gleich loslegen mit der ersten Runde hier beim Würfelrace, bin ich direkt am Start und werde euch das dann zeigen. Also wir sehen uns dann gleich, wenn es losgeht, mit der letzten Disziplin hier bei Olympia 2018. So, also insgesamt haben wir 3 Gruppen und ja, die erste Gruppe hat jetzt schon gespielt. Jetzt bin ich bei Gruppe B und spiele also jetzt bei dieser Runde. Es kommen jeweils 2 weiter ins Finale. Ich glaube, es wird nicht ganz so einfach.
Dabei ist noch mein Teamkollege Skinner59. Dann ist da noch, ja, sind hier zwei, die ich jetzt nicht unbedingt kenne. Jevita ist noch dabei. Und Mohammed. Also, ich kenne die Leute nicht. Und keine Ahnung, wie gut die sind. Skinner, kann ich sagen, ist ein guter Mann. Wird eng. Wir gucken da einfach mal. Wir gucken mal. Und ich denke auch, dass die Zahl 6 sehr oft gewürfelt wird. Deswegen habe ich ein bisschen Schiss vor. Aber jetzt geht's los dann mit Gruppe B. Und der 4. Ja, mal schauen, ob einer von uns Deutschen weiterkommt. Das ist die Frage. Ja, Skinner direkt mit einem vor. Ja, wer weiß, vielleicht habe ich ja die Glückszahl am Ende. Und ein bisschen Glück. Jevita, klaut mir meinen Platz. Na gut. Ja. Ist ja noch alles überschaubar. Oh, Junge. Noch. Dann gehe ich lieber auf die 6. Okay, das war gut. Bisher. Ja, ich gehe jetzt nicht auf die 4, weil Jevita da drauf gehen könnte, theoretisch. Deswegen, ja, lasse ich das lieber. 3 gehe ich auch nicht drauf. Jevita muss natürlich offensiver gehen, ist ja klar. Oh Gott, für Clara natürlich ein Todesurteil, dass sie jetzt ganz nach vorne muss. Bitter, okay. Skinner hat jetzt einen guten Stuhl erwischt. Die 2 wird jetzt nicht so oft gewürfelt. Ho, ho, ho. Das ist super spannend jetzt gleich. Ich finde es ein bisschen blöd, dass die 5 auch so weit vorne ist. Also jetzt hier. Na gut, okay. Ja, jetzt muss Skinner aufpassen. Ja, gut. Ich hätte auch drauf gehen können, aber dann wäre Skinner da vorne und das wollen wir ja nicht. Wir wollen fair bleiben untereinander. Deswegen, da hätte ich ihn auch einen Stuhl klauen können, aber das mache ich dann nicht in dem Fall. Da opfere ich mich dann selber. Aber ich muss sagen, das ist jetzt echt eine spannende Runde. Wer da jetzt ausscheidet, ist eigentlich noch nicht sicher. Überhaupt nicht. Wird hier auf jeden Fall spannend. Ja, bisher hat die 6 noch nicht so viel abbekommen. Auch die 1, die rutscht weiter. Auch die 5 geht immer weiter weg. Ja. Entwickelt sich da jetzt eine Rassentrennung? Was für, du machst es extra, was? Was? Okay, gut.
Was, die kann ja nichts beeinflussen. Das ist ja nur Glück. Ne? So, Jevita geht jetzt auch mal ein bisschen weiter. Deutschland bisher wirklich im Glück, dass die 6 noch nicht kam und die 4. Die 5 geht immer weiter bergab. Ist eigentlich ganz positiv. Wieder die 5. Auf die 5 will man nicht. Und Clara beschwert sich weiterhin bei diesem Luck-Game. Oh Gott, Clara. Mann, was ist das? Das ist wieder so eine Person, die ist ein bisschen legendär, so, ne? Nee, nee, nee. Leute, nee, nee, nee. Ich hoffe, die 6 kommt jetzt nicht allzu oft. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, die 4. Oh, Skinner, schön. Schön aufgepasst. Ah, Skinner. Okay, das habe ich jetzt nicht so richtig sehen können. Okay. 5 ist raus. Oh, zum Glück ist 5 schon mal weg. Da haben wir ein bisschen Glück. Ist das geil, wie die jetzt diskutiert darüber, ne? Was ist das? Was ist das für ein Mädchen? Aber gut. Vielleicht ist sie ja noch nicht so lange im Habbo-Hotel und kennt da noch nicht die Regeln. Das kann natürlich auch ganz klar sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was mit dieser Frau los ist. So, jetzt müssen wir aufpassen. Die 3. Ja, die 5 ist jetzt ja schon weg. Ja, wir kommen so langsam zur Entscheidung. So langsam wird's eng. Eieiei, Skinner ist auch gerade kurz vorm Aus. Die 5, oh Gott.
Oh, wird das eng. Alter. Nein. Oh, das kann nicht sein. David, ist das hart, Alter. Ist das hart. Da kann man nichts machen. Überhaupt nichts. Jetzt liegt die Hoffnung bei mir. Drei ist weg. Boah, Fernduell. Fernduell zwischen Jevita und mir. Jetzt geht's eigentlich wirklich um die Wurst. Zwei. Oder ich komme hier hin, auf die vier. Ich hoffe, ich komme dahin. Scheiße, ich verabschiede mich schon mal. Oh, ist das eng? Ist das eng? Brr. Ja, ich bin weiter. Oh Gott. Holy moly. Holy. Das ist ein Finale gewesen, Leute. Heieiei. Heidewitzka. Ja, gut. Okay. Glück gehabt. Glück gehabt, weiter zu sein. Schade, dass die restlichen Deutschen es nicht gepackt haben. Jetzt wird's spannend mit Feng und mit Hexe und Bubu Boy. Ich möchte das auch gerne sehen und ich zeige euch das auch. Heute möchte ich euch das auch nochmal bieten eben. Ich zeige euch also noch eine Gruppe und dann später das Finale, weil ich das sehr cool finde, das Spiel, was dann gleich kommen würde. Ich würde aber sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es losgeht. So, also wir sind jetzt im Spiel angekommen. Und ja, die Marokkaner auf jeden Fall haben ja letztens bei Viertor-Soccer den Bubu gestürzt und haben zusammen dann auch Gold und Silber geholt. Und das wird jetzt spannend sein, wie das jetzt hier weiterläuft. Ja. Insgeheim wünsche ich mir ja, dass irgendwie Marokko, ja, weiß ich nicht, ins Finale kommt. So als Rache für den Skandal damals. Das möchte ich einfach nochmal erleben, dass das nochmal aufkommt, die Chance ist, die Marokkaner da nochmal in der Hinsicht zu schlagen. Aber mal gucken, Marokko sieht jetzt da nicht so gut aus. Die beiden sitzen jetzt ja nebeneinander. Und das wird, glaube ich, ziemlich eng. Und ich glaube auch, wenn es gleich um die Medaillen geht im Finale, dass das wirklich eng wird. Auch wenn das jetzt drei Stühle, sage ich jetzt mal, sind von sechs. Das hört sich jetzt nicht gerade schwer an, aber es ist, glaube ich, sehr schwer. Da muss man wirklich gut sein und hoffen, dass man da dieses Glück am Ende hat, was ich jetzt gerade auch hatte, wo ich Zweiter geworden bin. Muss man einfach mal schauen, wie man das gleich handelt. Ja, Skinner und Selle sind ja leider ausgeschieden. Tut mir wirklich leid für die beiden. Nur jetzt liegt die ganze Kraft bei mir, dass ich das Ganze noch wuppe für uns Deutschen, weil sonst, ja, haben wir eigentlich gar nichts richtig erreicht. Silber wäre natürlich ein guter Erfolg, Gold erst recht. Damit würden wir auf jeden Fall die Plätze noch gut machen. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir am Ende nicht ganz, ja, die Wende schaffen. Aber ja, ich werde alles versuchen, dass es funktioniert. Und wer weiß, vielleicht schaffe ich es auch im letzten Spiel heute, am 18.01.2018, die Goldmedaille irgendwie zu kriegen. Mal schauen. Das wird man dann ja sehen. So, und die Gruppe C
Ist für mich auch die stärkste Gruppe, wie auch Skinner gerade erwähnt hat, ist echt eine Todesgruppe. Bubu ist stark, Hexe und Zulich sind jeweils auch stark, G-Styler, also da sind schon einige drinne, die sehr gut sind. Na klar, braucht man auch Glück bei dem Ganzen und ja. So, und die Marokkaner, die schmeißen sich, glaube ich, selber gleich raus. Also das sieht gar nicht gut aus. Haben da wahrscheinlich sehr blöde Zahlen erwischt. Ja, Hexe Hilas ist gleich raus. Boah, G-Styler, pass bloß auf, was du da machst. Ist ziemlich gefährlich. So, und Hexe, ja. Oh. Das war natürlich gewagt. Hexe, ja, ich glaube, Hexe ist gleich draußen. Ja, da habe ich recht. Hexe ist draußen, Marokko, also nur noch alleine da. Ich glaube, Marokko ist sogar Zweiter jetzt im Medaillenspiegel. Das wollten wir als Deutschen natürlich verhindern. Hat natürlich nicht geklappt, da Marokko einfach in der letzter Zeit, auch in den letzten Tagen, sehr gut gekämpft hat und sich auch gut weiterentwickelt hat. Das ist halt das, was halt nicht so gut war. Aus deutscher Sicht natürlich. G-Styler, ja, kann auch ganz eng werden. Ich glaube, Bubu wird es auch nicht so einfach haben, wenn man jetzt mal guckt. Oh, das ist bitter für Little Rosa. Oh Gott, okay. Und Little Rosa ist draußen. Herzlichen Glückwunsch. Bitter. Es ist richtig bitter. Aber so schnell kann das Spiel auch laufen. In diese Richtung läuft das Spiel meistens. Und jetzt wird halt die Entscheidung immer enger und ich habe so das Gefühl, dass G-Styler gleich der nächste sein wird. Aber ist ja schon mal gut, dass Platz 1 hier vorne mit dem Typen hier vorankommt. Oha! Nee. Früh. Jojo Star hat also ein bisschen Glück. Das finde ich auch gut, dass Bubu, ach, dass Basti das jetzt mal schreibt. Bubu, wenn es dir nicht passt, dann geh. Er nörgelt ziemlich oft rum, dass wir einfach zu lange brauchen, bis es weitergeht. Aber ganz ehrlich, wenn es dich so doll stört, dann geh doch einfach und spiel nicht mit. Das ist einfach auch meine Meinung. Wenn es dich wirklich nervt, dann spiel auch nicht mit bei den Olympischen Spielen und bleib einfach fern. Es kann ja nicht sein, dass du die ganze Zeit rumnörgeln musst. Auch wenn du mich jetzt kritisieren magst, ist mir das jetzt völlig Latte. Ganz ehrlich, da musst du da auch nicht mitmachen und kannst auch einfach mal, ja, fernbleiben von den Olympischen Spielen. Also ich wäre dafür. Warum nicht? Wir haben ja ganz viele gute Athleten, die jetzt zum Beispiel auch nicht dabei sein können. Und hätten eigentlich Bubus Platz einnehmen können, aber ja,
Dadurch, dass er mitmacht, haben die anderen dann auch keine Chance. Und das regt mich dann halt auch teilweise auf, dass Leute mitmachen, die eigentlich gar keine Zeit haben. Und es ist nicht nur Bubu, es gibt auch ganz viele andere. Und dann auf einmal sind sie weg und andere haben dann keine Chance mehr mitzumachen. Und das muss einfach nicht sein. Und jeder muss das dann selber gut abwiegen. Und wenn man dann keine Zeit hat oder keinen Bock hat, in dem Fall wie jetzt gerade, dann lässt man es einfach. Und kommt einfach nicht. So, wir widmen uns jetzt aber wieder dem Spiel. Das ist natürlich das Wichtige daran. Und G-Styler, wie schon gesagt, vor dem Aus. Obwohl G-Styler ist das ja gar nicht. Das ist ja Jojo. Und Jojo macht es eigentlich sehr stark. Das war jetzt ja nicht früh, weil er ja nochmal zurück zu seinem Platz gegangen ist. Also war schon ganz legitim. Damit ist jetzt G-Styler wieder unter Druck. Ja, leider kann man das ja nicht kontrollieren, wie Skinner das jetzt gerade auch schreibt. Der verwendet Autoklicker. Es kannst du einfach nicht kontrollieren. Das ist sehr schwer zu sehen. Deswegen kann man da leider die Leute meistens nicht belangen. Aber gut, so ist es nun mal. Aber ich glaube, bei dem Spiel geht es nicht so viel um Autoklicker, sondern wirklich darum, dass man Glück hat und einen guten Platz erwischt. Und ich glaube, so langsam kommt die Entscheidung auch immer näher. Aber ich würde Sulic gönnen. Ganz ehrlich, ich gönne Sulic, dass er ins Finale kommt. Weil Bubu oder G-Styler sind schon harte Brocken. Jetzt die vier. Ja. Die 2, das ist Bubu. Ich würde Feng, also dem Sulic, raten, jetzt nicht zu klauen, genau. Und wieder ist Bubu im Hintertreffen. Ey, wenn jetzt Sulic rausfliegt, ne? Boah, das wird knapp. Oh, das wird richtig knapp. Sulic. Was? Sulic ist wieder draußen. Oh, das ist so typisch Marokko. Ich würde sagen, wir kommen gleich wieder, wenn er da ist. Sulic wurde jetzt angeblich rausgeschmissen, weil das alles sonst viel zu lange dauert. Und ja, Sulic ist also aus dem Turnier raus. Jetzt geht's darum, dass zwei ins Finale kommen, hier in der letzten Gruppe, und dann kommt's gleich zum entscheidenden letzten Spiel. Ich würde ja hoffen, dass Bubu jetzt noch einmal nach vorne rückt und dann ausscheidet. Das wäre jetzt cool. Aber mal gucken. Mal gucken, was jetzt passiert. Ja, G-Styler kommt auch nochmal nach vorne. Oh mein Gott, hat Bubu Glück. Alter Schwede, hat der Glück. Wie kann man nur dieses Glück haben? Das verstehe ich nicht. Und da werde ich jetzt gleich richtig ankämpfen, um Bubu irgendwie die Goldmedaille zu klauen. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hin. Ja, Bubu und G-Styler sind damit im Finale.
Das wird ein hartes Finale, aber ja, können wir nichts machen. Ich würde sagen, das Finale werdet ihr gleich im Extra-Video sehen und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im Finale. Bis dahin. Tschüss.